Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Wer hier in dieses Video das erste Mal reinschaut, bitte keine Spoiler und kein Backseat Gaming in die Kommentare hauen. Ansonsten lese ich natürlich alles gerne. Ich versuche diese Spiele ohne Hilfe zu schaffen. Und so der ein oder andere Spoiler, der ja, ist dann schade. Einfach. Oder auch das ein oder andere Backseat Gaming, das da passiert. Aber ich habe gerade ein tolles Eisschwert bekommen, das ich nicht so richtig benutzen kann, weil mir die Geschicklichkeit dafür fehlt. Ich weiß auch gar nicht, wo es hier lang geht. Ich fühle mich etwas wohler, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer, dass da ein komischer Typ sitzt. Da wird mir jetzt ein Gegner bekannt gemacht. Der wird mir jetzt hier vorgestellt. Okay, ich muss warte kurz. Ich habe wieder zwei Lags. Es ist unglaublich. Ich verstehe es nicht. Was bist du denn? Flügel habe ich nicht so gern. Das lassen wir bitte. Du hast mich erschreckt. Ja. Ich höre was. Da unten sitzt noch einer. Erstmal hier oben gucken. Let. Okay. Beichtstein. Was auch immer das sein mag. Fliegende Gegner mag ich nicht. Hier hinten war doch noch eins, oder? Da unten? Nee, da oben? Weiß ich nicht. Ich habe von der Entfernung noch eins gesehen gehabt. Hier links ums Eck. Da sitzen zwei davon. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir so gar nicht hier. Gut. Das ist auch ein seltsamer Loot-Spot da unten. Da schläft eins. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich springe hier runter. Oh. Hi. Und wer bist du? Aua! Uff, uff, uff. Okay. Schlachtermesser. Dankeschön. Banditenaxt. Ist die besser als meine oder habe ich eine Banditenaxt? Feurige Streitaxt. Banditenaxt. Nee. Oh, die skaliert halt mit Stärke und Geschicklichkeit. Und die hier mit gar nichts. Aber aktuell mache ich mit der mehr Schaden.
Die ist auch fett gelevelt, also fett. Plus 2, ne? Banditenausrüstung, okay. Banditen-Doppeldolche. Gut. Da unten komme ich auch irgendwann lang. Aber jetzt scheint oben der Weg zu sein. Okay, Titanitscherbe und hier unten haben wir die zwei Boys. Da wollen wir die mal nicht aufschrecken, sondern drehen wieder um. Die will ich nicht aufschrecken und laufe über die Brücke. Irgendwas knurrt noch hier. Irgendwas knurrt mich noch an. Und da haben wir halt so ein. Ich bin versucht, hier runter zu hüpfen. Ich probiere das. Oh, Hunde. Hunde! Nee. Okay. Mornes Ring. Detail verstärkt Wunder. Volian von Karim. Hier. Hohe Wunder von Karim lernen. Wunder sind, glaube ich, so Heildinger und so, ne? Ich sollte dich mal leicht angucken. Hier ist nix. Jetzt habe ich da oben die umsonst getriggert. Oh je. Oh je, oh je. Irgendwas fliegt auf mich zu. Nee, wisst ihr was? Irgendwie ist mir das hier. Bleibt ihr mal da, wo ihr seid. Hi. Darf ich? Ja? Danke. Okay. Nicht genug Zauberei-Slots. Ich habe noch keine Zauberei-Slots. Okay. Ich wollte das Wunder jetzt mal lernen. Und schauen, was das macht. So, wer seid ihr beide denn? Hi. Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? Yep. We are well along the Road of Sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the Kreuz. Flooded Woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. Ja, May the vielleicht. flames guide your way. Danke. Oh yes, Horace. He's not very talkative. Okay. But don't think ill of him.
He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifices. Beyond the flame, we may go our separate way the next time. May the flames guide. Und du sagst nix. Blaue Wächter. Dankeschön. Er knurrt einfach nur. Geil. Super. Ich bin wirklich irritiert. Ich muss ja nicht da lang laufen, wo der Gegner steht. Gehe ich doch einfach hier lang. Ja, da sind auch ekelhafte Hunde und so. Da liegt ein bisschen Loot rum, aber... Und hier haben wir wieder so tolle Pilze. Hallöchen! Aua! Ja, habe ich mir schon gedacht, dass dir das nicht so gut passt, dass ich dir voll eine mitgegeben habe. Erst draufhauen, dann Fragen stellen. So funktioniert das hier. Eine Krabbe. Mehrere Krabben. Eine Riesenkrabbe. Ha, und da hinten scheint ein Eingang zu sein. Aber mir gefällt der Weg hier eigentlich ganz gut. Oh! Autsch! Aua! Nee, 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 warte, warte, warte. Okay. Okay. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Was auch immer das Kristallwesen dort ist. Bist du ein schwarzer Ritter? Söldner, Klamotten. Du bist ein schwarzer Ritter. Nun. Die perfekte Gelegenheit, das Parieren zu lernen. Zwei Flakons. Söldner Doppelschwert. Shitty. Keine Chance. Eine Chance. Ich verstehe das nicht. Im ersten Teil ging das so gut.
Hey, ihr beide seid weg. Okay. Im ersten Teil ging das Parieren so gut und es hat so viel Sinn gemacht, wann man drücken muss und alles. Hä? Ah, er kommt gerade erst. Ja, aber wisst ihr was? Ich brauche mich jetzt hier nicht ewig aufhalten mit den Mobs, die ich jetzt schon gekillt habe, ne? Hallöchen, hi, grüßt euch. Yep, du bist eine seltsame Hexe, ich weiß. Hier links sitzt auch eine. Jawohl. Hi, grüßt euch. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wir laufen weiter. Ja, lassen wir das mit dem Schwarzen, bis ich ein Schild gefunden habe, das passend ist. Wett? Kohle aus Pharon. Ha. Nun. Und nochmal Leck. Jawohl. Passt. Und noch ein dritter hinterher. Ein kleiner. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Wie der klatscht. Das war schon ein bisschen Loot. 5000, ja, das ist nicht mal ein Level. Ach, fuck it. Scheiß drauf. Hallo, ihr zwei. Okay. So, dann schauen wir mal die Tür da, die ich da gesehen hatte. Da unten sitzt nix, da sind ein paar Pilze. Danke. Ein paar Pilze, jawohl, okay, alles klar, easy, kein Stress. Links am Rand entlang. Einfach links am Rand entlang. Bist du die verlassene Kapelle oder was? Zu der ich hingehen sollte. Estus-Scherbe, cool. Noch eine Glut, auch cool. Jawohl, eine Seele. So, hier haben wir ein paar Krabben. Und hier war die Tür. Hallöchen. Was geht hier bei euch? Nix. Echt jetzt? Waisenring. Noch ein Loot? Ja, da. Zaubererrobe, okay. Und tot. Ich habe eh keine Seelen gehabt. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich bin ja schon tot. Okay, alles klar. Linksrum brauchen wir nicht mehr. Da war noch ein kleiner Loot und so, ja. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Irgendwann finde ich schon irgendwas Cooles. Ach komm, schauen wir mal kurz, was die hier noch haben. Titanitscherbe nehme ich auch. So, ich bin auf der Suche nach dieser Kapelle. Oder sowas in der Art. Ja, ist gut. Ich will nicht, ich will gar nicht mit dir kämpfen. Hier lang? Wow! Was seid ihr denn?
Heimatknochen. Ah, hier war ich vorhin. Muss ja nicht drauf gehen hier an der Stelle. Ja, ist okay. Jawohl! Verbannten Großschwert, nice! So easy! So easy hat sich das erledigt. Irgendwas kriecht und krabbelt hier. Ekelhaft. C auf Stärke. Oh, fühle ich jetzt nicht so richtig, aber ich brauche eh viel mehr Stärke dafür. Baronfeste. Lösche 3 Flammen und öffne das Tor zum Wolfsblut. Lösche 3 Flammen. Ich sehe die 3 Flammen. Achso, ne, hier sind noch mehr als 3. Gut. Zerfledderte Stoffmaske. Ah. Ah. Gibst du mir Resistenz gegen Fluch und Gift? Habe ich noch was gegen Fluch und Gift? Gift, Fluch. Ja. Banditenrüstung. Und die Zaubererrobe. Ah, und hier Arbeitergewänder. Okay. Was ist denn das hier, das lilane? Gift. Okay, dann brauche ich hauptsächlich Gift. Wie soll ich das Feuer ausmachen? Geht doch gar nicht. Oben drüber irgendwas? Nee. Seltsam. Ja, hier liegt halt diese zerfetzte Rüstungszeug liegt hier rum, das ich hier sammeln kann. Aber ich habe noch nicht so einen richtigen Plan hier jetzt. Da bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Hier ist einfach eine riesige Sumpflandschaft, die mich vergiften will. Prismastein. Sind das nicht die Dinger, die die Höhenangabe mir zeigen? Unnütz. Unnützer Loot. Okay. Bin ein bisschen am Überlegen. Ja, komm, ich probier's. Das war nur eine Titanitscherbe. Äh,
Ist natürlich nett zum Leveln. Ja, dann gucke ich mal noch ein bisschen nach noch mehr Giftresistenz. Hier 44, was ist das? Die Arbeiterhose. Handschuhe. 22. Ja, die Arbeiterrüstung scheint gut zu sein. Ja. Ah, guck mal, das hat sogar noch mehr. 28, 29. Schauen wir mal, ob es das ein bisschen leichter macht. Estus Scherbe, auch cool. Tatsächlich, auch recht cool. Das war alles ein bisschen, weiß ich nicht so recht hier gerade. Lösche drei Flammen. Na ja, einfach mal draufhauen. Bringt nix. Nochmal kurz lesen. Wolfsblut. Und nochmal ein bisschen Loot. Ah ja, lila Moosklumpen. Angenehm. Gut, hier hinten will ich nicht mehr sein. Das ist mir zu... Ah, kommt schon. Na, jetzt muss ich den letzten auch noch verwenden. Mist. Schade. Dachte, ich könnte damit vielleicht ein bisschen weiterkommen. Ist gar nicht mehr so ganz straightforward hier. Aber gut, dann gehe ich da hinten entlang. Was seid ihr denn? Aua! Schweine vergiftet mich. Ihr Schweine vergiftet mich. Das ist Mist. Lösche drei Flammen und öffne... Ja, okay. Okay. Ah. Oh. Okay. Ich hätte gerne, also die eine steht da hinten noch, habe ich gesehen. Okay. Wo auch immer diese Tür ist. Aha. Okay.
Weiß ich jetzt nicht so genau. Bin hier immer noch am... Hab schon verstanden, dass ich euch am besten schnell kill. Paulus Kiefernharz. Jetzt, nachdem ich eh vergiftet bin, kann ich auch gerade... Ah. Kann ich eigentlich auch gerade die andere Rüstung wieder anziehen? Voll blöd. Und der dritte bleibt diesmal aus. Aber warte, solange ich vergiftet bin, sollte ich mich beeilen, nach da hinten zu kommen. What? Okay. Der war gar nicht gestaggert durch mich, warum auch immer. Ah. Blöd. Naja, gut, aber also schon wieder das typische Dark Souls-Ding. Es hat einfach keinen Wert. Ich nehme meine physische Rüstung und fertig. Wie viel schwerer sind die? Diese Zahlen. Bisschen. Ja, absolut okay. So, ich war da hinten. Ich glaube, das Spiel will mich zwingen. So ein bisschen jedenfalls, weil ich jetzt hier wieder langsam werde. Oi. Wer bist du denn? Oh, wer seid ihr denn? Können wir mal nicht... What the freak? Ich kann den nicht mal anvisieren. Warum kann ich den nicht mal anvisieren? Das ist doch... Nee, okay, ich glaube, ich nehme den Weg außenrum. Ach, wisst ihr was? Ihr seid mir egal. Ihr seid mir einfach egal. Hier ging's runter, genau. So, weiter. Mit dir lege ich mich nicht mehr an. Du hast mich gerade eben fast gewone-shottet. Das war nervig. Lass mal gut sein.
Okay. Oh. Alles gut, alles gut. Nichts passiert. Glaube, ich will weiter hier lang. Ah ja, guck mal, da vorne ist ein Leuchtfeuer. Hi. Darf ich oder darf ich nicht? Ich darf. Perfekt. Weiter geht's. Es fehlt eins. Wo ist das letzte? Irgendwo müsste. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwo einen Turm. Ist das der hier rechts? Nee, da ist nur ein dicker Loot irgendwie, keine Ahnung. Jungs, geht mal weg von der Leiter, bitte. Keine Ahnung. Aber nach oben raus aus dem Sumpf finde ich erstmal ganz cool. Hier ist noch ein Leuchtfeuer. Fuck. Und ein Wolf. Kette der Legion. Bitte darum, den Eid leisten zu dürfen. Ja, warum nicht? Ich habe eh kein Leid. Also alles gut. Barons Wachhunde. Aha. Den Beweis des Eids erhalten. Danke. Hey! Kann ich von hier oben das dritte Feuer sehen? Das ich ausmachen muss. Da brennt's! Okay, also ich bin von dort hier rüber gelaufen. Das heißt, ich muss einfach noch ein bisschen da in die Richtung. Aber jetzt gucke ich mal, was hier oben noch los ist. Wait! Moment! Ha. Will ich jetzt? Ha. Ja, ich meine null Seelen. Komm, wir gucken mal. Der sieht aber so versteinert aus. Ich weiß nicht, ob ich dem Schaden machen kann. Oh, da hat er mich gegrabbelt. Stopp. Was der an Schaden rausknüppelt. Mist, okay, das war's. Nee. Nee. Gucke ich mir später nochmal an. Ich habe jetzt die Info, die ich brauche. Da brennt's Feuer. Ah, jetzt sitzen die da unten. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Was mache ich jetzt?
Ja, klar. Nee, 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 nee. Machen wir anders. Das mache ich anders. Habe ich hier schon geguckt? Ist das irgendwas anderes hier? Was geht hier noch so? Oh, guck mal. Hallöchen. Funkeltitanit, danke. Also in die Richtung. Aber jetzt warte mal. Da ist die fette Brücke. Ja, jetzt ist halt die Frage, komme ich von hier leichter dahin? Komme ich von hier weiter dahin oder von hier besser dahin? Ich guck's mir mal von dort an. Weil die Entfernung müsste ungefähr die gleiche sein, nur die Beschaffenheit des Sumpfes ist die Frage. Da. Ach, warte, da waren die zwei Boys vorhin, die mich gesnackt haben. Dann versuche ich jetzt, mich hier mal vorbeizusneakern. Ja, Jungs, chillt. Ja, guck mal an. Easy as that. Bestens. So. Sesam, öffne dich. Das wirkt ein bisschen wie der Friedhof von Sif. Heimatknochen. Ja, das ist ja lieb von dir. Dann nutzen wir den doch, anstatt mich da unten durchzukämpfen. Nein, das war der falsche. Egal. Macht nix. Wer bist du? You're an unkindled, aren't you? Ja. I am Ciris of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Sonnenloses Reich. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Einfach mal so eine random Lady, die hier sitzt und mir sagt, ja, ich will eigentlich nichts mit dir zu tun haben. Wow. Guck mal, ich habe eine Glut für dich. Ah, well, it is good to see you here. What needs smithing? This coal is from the Undead Legion, used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Gern. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, hey? Time to put this brawn to use. Yep. So, was kannst du jetzt machen?
Wissen wir nicht. Ach, guck mal. Scharfer Edelstein macht ein scharfes Langschwert, schweres Lang... Ah, gealtertes Langschwert, okay. Krude, feurig und giftig. Das gleiche geht mit Schilden. Und hierfür brauche ich Funkeltitanit. Aber noch ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Ja, das steht als nächstes dann auf dem Schirm. Doch mal Geschicklichkeit zu leveln. Brauche ich anscheinend immer wieder mal. Kommt da jetzt gleich ein Boss? Kommt da gleich ein Boss? Ehrlich gesagt hoffe ich es. Ich hoffe nur, dass der cooler ist als... als dieser hässliche Baum. Sif, bist du's? Hässlicher Giftnebelblödsinn. Können wir uns darauf einigen, dass das jetzt nicht cool war? Was ist das hier alles? Sepp, grüß dich. Hi. Ich bin gerade ein bisschen in Panik. Gib mir dein Loot. Glut. Gib mir die Glut. Schnell weg hier. Hallo? Nach vorne laufen ist immer eine saudumme Idee. Ich hab keine Ahnung, wo es lang geht. Aber ich bin gut hier. Okay, okay. Machen wir die Tür auf. Komm schon. Jawohl, reicht. Ich bin in der Animation. Hervorragend. Und Boss Area. Perfekt. Gratulation zu 100 Subs. Dankeschön, Sepp. Danke, Mann. Nee, nicht gegen zwei. Och nee, nicht gegen... Okay, er killt den anderen. Was bist du? Was machst du hier? Was soll das? Dich habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Und dein Helm ist echt seltsam. Ich habe den schon mal irgendwo gesehen. Ich habe gerade versucht, einen perfekten Block zu machen wie in Lies of P. Können wir das... Können wir bitte alleine bleiben? Och nee. Schweinerei. Also doch gegen zwei. Gegen drei. Okay, ich muss die Kleinen schnell killen. Sonst habe ich ein echtes Problem. Weil die werden auch öfter respawnen. Warte, die kämpfen auch gegen ihn? Was ist das hier für ein wilder Blödsinn? Das ist der falsche. Den da.
Du bist ganz schön flink unterwegs, Kollege. Könnt ihr... Jawohl, kämpft ihr gegeneinander? Ich habe hier ein anderes Problem. Das ist ja wild. Nee. Wow, auf einmal kommt von mir. Ja, okay. Die waren im Intro Cinematic. Okay, im Intro Cinematic. Im Intro von Dark Souls 3? Kam da ein Intro? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich... das ist ein bisschen dumm hier. Ich hätte gleich links hochgehen sollen. Das war jetzt Quatsch, was ich gemacht habe. Nee, lasst mal bitte. Könnt ihr nicht? Schnauze! Nee, ich muss saufen! Du bist der Richtige. Hau mal deinem Kumpel aufs Maul. Nicht mir. Genau, macht ihr euch da mal Probleme, aber nicht mir. Ach, jetzt kommst du wieder zu mir, ne? Können wir das bitte nicht machen? Finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Ist hier überhaupt, lohnt sich das, das aufzusammeln? Endlich. Oh. Okay. Oh nein, von hinten. Da kam der Dritte wieder. Ja, ich bin, habe auch viel Schaden gekriegt, dass ich ihn überhaupt jetzt noch so weit runtergebracht habe, war lucky. Okay, das ist ein wilder Bosskampf, der mal was anderes macht. Das ist geil, das gefällt mir. Okay. Seval. Grüß dich, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Grüßt euch. Ich glaube, nach diesem Versuch schließen wir aber eine YouTube-Folge ab. Ach, wait, hier geht's gar nicht lang. Lol. Ups. Na gut. Bloß schon mal als Info an die Leute an Twitch. Ihr könnt dranbleiben. Es geht dann schon weiter. Ich mach nur für YouTube ein Outro.
Nee, nee. Nicht prügeln. Ja, ja, genau, hau nochmal zu. Ja, perfekt. Haha, wunderbar. Vergiftet in den Bosskampf. Jetzt wird's eng. Hoppala. Autsch. Ey, lass mal. Kann ich den? Weiß ich nicht. Ach. Da kommt ja der zweite. Oh Mann. Okay. Wow. Aber hey. Hat der Bossfight noch was mit Skill zu tun oder ist das einfach nur Luck? Weil die haben ja nicht so viel Leben, die Boys. Und ich bin am Überlegen, ob ich die Waffe 2 in dich halte, weil ich weiß nicht, ob ich das Schild hier ernsthaft benutzen werde. Und dann die Waffenfähigkeit. Dazu ein bisschen Feuer drauf. Wobei ich mich gerade wundere, dass ich das verkohlte Kiefernharz wohl anscheinend nicht für diese Waffe nutzen kann. Ja, nee. Nee, nee. Lasst mal bitte. Macht mal bitte nicht. Uff, okay. Ja. Gut, da kam die Rolle wohl zu spät. Okay. Wo ist der zweite? Da. Das ist doch nur Luck. Das ist doch nur Luck. Das hat doch hier nichts mehr mit Skill zu tun. Nee, nee, warte, doch den. Den will ich. Lol. Ach, Hilfe. Von zwei Seiten. Wow. Oh, Mann. Oh Mann! Okay, komm, ein Versuch geht noch, bevor ich die Folge abschließe. Was? Ach, geil. 10% Luck, 20% Skill, 15% Concentrated Power of Will, 5% Pleasure und 50% Pain. So viel Pain empfinde ich hier gar nicht. Tatsächlich, es ist absolut wild. Den Song kennst du? Nee, noch nie gehört. Es ist absolut wild. Linkin Park. Lol. Ehrlich? Also Linkin Park habe ich ja schon ein bisschen gehört, aber ich bin nicht so der Hardcore Linkin Park Fan gewesen. Bei mir war zu der Zeit eher so System of a Down und so. So, ich laufe rechts rum. Das erschien mir einfacher. Da habe ich nicht so viel Schaden bekommen durch die ganzen Boys. Sagte er und bekam eine von hinten mit. Hey, was liegt hier? Schwarzes irgendwas. Irgendein Gefäß, in dem irgendwas drin ist.
Wo ist der andere? Da. Ich wusste es. Ich hab dich gerochen in meinem Rücken. Fuchtelt er mit seinem Dolch rum. Können wir den dritten kriegen, bitte? Ja, da steht er auf. Sehr gut. Oh nein, nein, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Ich weiß nicht, woher diese Lecks kommen. Es tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Okay. Von wem habe ich jetzt Schaden bekommen? Wow. Was passiert hier? Was ist hier gerade passiert? Ich habe es nicht ganz verstanden. Okay, sobald der erste spawnt, muss ich killen. Nicht, nee, den angreift eigentlich nicht. Das habe ich jetzt den falschen gekillt. Ich glaube, ich habe den falschen gekillt. Ja. Okay, wow. Ganz schön wilde, abgefahrene Nummer hier an der Stelle. Verrückter Boss, das gefällt mir. Das ist mal was ganz anderes. Total das Chaos. Komplettes Chaos. Oh Mann, in der nächsten Folge legen wir den bestimmt. Oder ich lege ihn mit euch als Zuschauer. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.